Ja, Sie können ja weiter johlen, aber ich muss zum Reinkommen gleich mal Abbitte leisten und zugeben, ja, auch wir von der Heute-Show waren letzte Woche Teil einer beispiellosen Hetzkampagne gegen Karl Theodor zu Guttenberg und wie sich nun diese Woche rausstellt, völlig zu Recht, meine Damen und Herren. Ja, KT. KT hat selbst zugegeben, dass er nur nachgeplappert hat, was andere vor ihm längst formuliert haben. Und jetzt raten Sie doch einfach mal, was sein Lieblingstier ist. Und ich finde Papageien ganz tolle Tiere. Wer denn nicht? Wer denn nicht, meine Damen und Herren? Finde ich auch. Ach, guck mal, hier ist einer. Hallo, Papagei. Sag mal Doktor. Doktor! Jetzt sag mal Verteidigungsminister. Verteidigungsminister! Und jetzt sag mal Rücktritt. Arschloch! Was? Also, Mistvieh, muss ich mir doch vom Papagei nicht sagen lassen. Ja, der Guttenberg hat, wie es aussieht, aus sämtlichen Zeitungen abgeschrieben, außer Yps mit Gimmick. Obwohl, wer weiß, ne? Ich behaupte, der wusste die ganze Zeit, dass seine Doktorarbeit, naja, fehlerhaft ist. Oder, Herr Pressesprecher? Dazu gilt das, was der Minister auch in einem Interview am Wochenende gesagt hat, das ist Unsinn. Was? Ich hab's nicht verstanden. Das ist Unsinn. Ja! Ist ja gut. Kein Grund, laut zu werden, Mann. Die Sache ist so eine Vollblamage für unseren Baron. Und man fragt sich vor allem, wofür? Wozu braucht einer, der so erfolgreich ist, so adlig und so schön, auch noch einen Doktortitel? Ne? Etwa aus Eitelkeit? Nein. Hier, der Vater von Guido Westerwelle hat es seinem Junior damals prima erklärt. Junge, mach den Doktor. Dann kannst du noch so großen Unsinn reden. Jeder wird dir glauben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Außer hinter dem Doktor steht das Wort Westerwelle. Nein, also, ich meine, das Vertrauen in den Akademiker an sich ist erschüttert. Ich habe bis letzten Montag auch allen Doktoren vertraut. Sogar dem Hauptdarsteller des Films, Dr. Fummel und seine kranken Schwestern. Wirklich. So schnell kann das gehen. Letzte Woche nennt Guttenberg die Vorwürfe abstrus. Diese Woche entschuldigt er sich für gravierende Fehler. Gut, wichtig ist natürlich, dass unsere Kanzlerin wie ein Mann hinter ihm steht. Sie sagt sinngemäß Schnickschnack, Urheberrecht, Schwamm drüber. Ne? Heute ist der Welttag des Schutzes des geistigen Eigentums. Er soll uns daran erinnern, dass sowohl Erfindungen als auch künstlerische Leistungen einen besonderen Respekt in unserer Gesellschaft verdienen, ihr Diebstahl nicht etwa ein Bagatelldelikt ist. Raubkopien sind kein Kavaliersdelikt. Oh nein, Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler. Entschuldigung, Riesenbock, der Clip war von 2008. Entschuldigung, heute geht ihr das Urheberrecht komplett am Arsch vorbei, meine Damen und Herren. Damals fand sie es wichtig, heute braucht sie den Guttenberg. Und ich sag mal, hey, wie viel hat er denn nun wirklich abgeschrieben? So viel kann es nicht sein. Knapp 70% der Arbeit stehen unter Verdacht. Das sind die roten und schwarzen Stellen. Okay, rot und schwarz. Aber hier, da sind ja auch noch die großen blauen Flächen. Was ist das denn? Blau sind Anhang- und Inhaltsverzeichnis und werden nicht beurteilt. Das ist blöd. Aha. Schöner Mist. Ja, aber hat er sich so viel Mühe gegeben beim Inhaltsverzeichnis. 70% sind abgeschrieben. Das ist in der Tat schwierig, sich da noch rauszureden. Ich meine, er kann sich ja schlecht hinstellen und behaupten, er hätte das aus Versehen gemacht. Ne? Ich habe diese Fehler nicht bewusst gemacht. Ich habe auch nicht bewusst oder absichtlich in irgendeiner Form getäuscht und musste mich natürlich auch selbst fragen, meine Damen und Herren, wie konnte das geschehen? Ich glaube, es hackt. Man kann morgens an der Bushaltestelle besoffen in seiner eigenen Kotze aufwachen und denken, ups, wie konnte das geschehen? Das geht. Aber man kann nicht aus Versehen jahrelang Texte abschreiben.